So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Bestandsvideo von mir. Das ist ein kleineres. Ich hoffe, ihr seid noch nicht gelangweilt von den ganzen Videos zum Thema Bestand. Was habe ich noch? Wird ein kurzes Video. Es geht um Raritäten und Batterien, Vulkane. Es ist nicht mehr viel. Ich fange gleich mal an hier unten. Einmal ist es das Riesensalutknallerei-Sortiment von Weco Feuerwerk. Einige Böller noch mit dem Sachsen-Feuerwerk-Logo. Es sind wirklich schöne Sachen drin, also hier. Sieht das ja selber. Alte Frösche, alte Reiber, alte Kanonenschläge, Vico-Kanonenschlag. Ja, und China-Knaller, Luftpfeifer. Dann hier so noch Riesenknallfrösche im Blister von Nico. Hier noch das Zong 2 Set. Dann hier noch Dragon Banger. Hier Lady Cracker, ganz alte von Feistel. Hier haben wir einzelne Böller noch. Nico-Kanonenschlag zylindrisch. Dann hier noch den Nico-Kanonenschlag zylindrisch A. Das andere war der zylindrische Mittel. Hier nochmal ein mittlerer Kanonenschlag von Weco, der nicht mehr produziert wird. Hier haben wir einen FF-Petale von Feistel. Hier noch Schwärmer. Hier auch noch ein alter Böller. Die Verarbeitung hier noch echt top. Ja, und hier noch ein paar Batterien vom letzten Silvester. Das ist einmal die Pink Panther von Blackbox, die Van Helsing von Blackbox und die Schwarze Witwe von Blackbox und hier vorne noch eine kleine Pfeifer-Batterie. Hier hinten die drei Vulkane. Einmal ein Color-Vulkan von Jorge. In der Mitte ist der Expression von Fire Event. Mit Lemon-Sterne bin ich echt gespannt drauf. Dann hier von Fire Event der Modern Art Vulkan Nummer. Keine Ahnung. Ich dachte, die werden immer nummeriert hier. Aber in Silber. Und hier noch die Animagus-Fontäne von Vico. Ja, ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Später kommt wieder ein anderes. Wünsche euch viel Spaß bis dahin und tschüss.